Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Meine Aufgabe ist es, einen Blick in die Vergangenheit der Globalisierung zu werfen. Sie werden sich jetzt vielleicht denken, wozu laden die zu einem solchen Zukunftsthema einen Historiker ein? Naja, viele meiner Kollegen und ich auch manchmal betreiben ja die Geschichte, weil sie sie so gerne betreiben, als Selbstzweck. Ich möchte heute versuchen, die Geschichte als Mittel zum Zweck zu verwenden, nämlich zum Zweck der Orientierung, die uns dann hilft, unser gegenwärtiges Denken und Handeln anzuleiten, dass er dann wiederum Folgen für die Zukunft hat. In diesem Sinn möchte ich eben die Frage stellen, wie jung oder wie alt ist die Globalisierung? Beginnen wir mit einer Geschichte, die Geschichte vom Elefanten und den Blinden. Vielleicht kennen Sie dieses Gleichnis, es war einmal ein Herrscher, der wollte etwas über das geheimnisvolle Tier des Elefanten herausfinden und sandte seine Gelehrten aus, diesen Elefanten zu untersuchen. Und hier sieht man, wie sie das tun. Der eine untersucht den Rüssel, der andere den Stoßzahn, der dritte das Ohr und so weiter. Und dann kommen sie mit ihren Erkenntnissen zurück zum Herrscher und berichten ihm. Der eine sagt, Elefant, das ist ein Tier mit einem langen Rüssel. Der andere sagt, Elefant, das ist ein Tier mit einem spitzen Stoßzahn. Und der dritte sagt, stimmt nicht, Elefant, das ist ein Tier mit einem schlapprigen großen Ohr. Und sie geraten in Streit darüber. Und während die Gelehrten streiten, sagt der weise Herrscher, Moment, ich habe verstanden. Ein Elefant, das ist ein Tier mit einem langen Rüssel, mit einem spitzen Stoßzahn, mit schlapprigen Ohren und so weiter. Das heißt, er war in der Lage, diese Teilbestände des Wissens zu einem Ganzen zusammenzusetzen. Jetzt können Sie noch raten, wie heißt dieser Elefant? Hat jemand eine Idee? Ja, wunderbar. Er heißt Globalisierung oder besser gesagt Globalisierungen, denn ich schlage heute vor, diesen Begriff nicht in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl zu verwenden. Also wir haben es mit der Globalisierung mit einem komplexen Phänomen zu tun, das nicht nur auf das Ökonomische reduzierbar ist, so wie es oft passiert, globale Märkte, sondern da hängt sehr viel mehr dran. Es ist hier angedeutet, Politik, Kultur, Umwelt, Religion, Ideologie und so weiter. Ja, die Frage ist jetzt, wie jung oder wie alt ist dieser Elefant? Ist er ein junger, verspielter Elefant, der noch das Leben vor sich hat? Dafür gibt es durchaus Indizien. Wenn man sich einmal überlegt, seit wann gibt es das Wort Globalisierung eigentlich, dann kommt man drauf, das ist noch nicht so lange her. Was Sie hier sehen, hat Ihnen gestern der Kollege Oetsch schon gezeigt. Google Books verzeichnet den Begriff der Globalisierung erst seit den späten 80er, frühen 90er Jahren. Erst dann beginnt der Begriff zu boomen. Ich biete Ihnen aber sogar mehr als der Kollege Oetsch gestern. Ich zeige Ihnen auch, wie das im Englischen ist, Globalization, und im Französischen Mondialisation. Und Sie sehen, die Kurven sind fast deckungsgleich. Also wir reden, wir im Sinn von der Menschheit, wir reden von Globalisierung im Wesentlichen seit den 1990er Jahren. Also man könnte sagen, Globalisierung gibt es seit den 1990er Jahren, weil seit damals gibt es das Wort dafür. Was die Folgefrage erhebt, naja, gibt es aber das Phänomen, das wir damit bezeichnen, nicht schon länger? Also ist die Globalisierung ein alter Elefant, dem vielleicht schon ein Stoßzahn fehlt? Naja, auch dafür gibt es Indizien. Ich nehme das Beispiel der Ausbreitung der Landwirtschaft oder der neolithischen Revolution, wie das der Archäologe Gordon Child 1936 schon bezeichnet hat. Nach heutigem Wissensstand hat sich die Landwirtschaft, die heute weltweit verbreitet ist, vor vielen Tausenden von Jahren aus 7 verschiedenen Regionen unabhängig voneinander entwickelt und von dort aus ausgebreitet. Das beginnt im fruchtbaren Halbmond in Vorderasien und setzt sich dann fort in anderen Teilen der Welt, bis sich die Landwirtschaft letztendlich über die ganze Welt verbreitet hat. Auch das, könnte man sagen, ist ein Phänomen von globaler Vernetzung. Im Sinn von Orte, die weit voneinander entfernt sind, treten zueinander in Interaktion. Also man könnte sagen, Globalisierung, die gibt es erst nicht seit ein paar Jahren, sondern die gibt es schon immer.
Was aber auch nicht wirklich sinnvoll ist, wenn es Globalisierung immer gibt, naja, wozu brauchen wir dann den Begriff eigentlich? Dann könnten wir ihn durch Geschichte ersetzen. Also ich halte weder von dem einen noch von dem anderen Versuch, die Globalisierung einzuteilen, allzu viel. Ich gehe eher davon aus, dass die Globalisierung so ein mittleres Alter hat, ja, ein Elefant in den besten Jahren gewissermaßen. Doch auch hier finden wir in meinem Fach in der Geschichte verschiedene Antworten auf die Frage. Da gibt es einmal die eine Antwort, dass man sagt, Globalisierung beginnt eigentlich mit der Expansion Europas in die neue Welt um 1500. Die sogenannte Entdeckung Amerikas durch Kolumbus ist ein zentrales Ereignis dieses Vorgangs. Und das führt dazu, dass zum Beispiel die neue und die alte Welt eng miteinander verflochten werden. Das äußert sich zum Beispiel in einem Phänomen, das der Historiker Alfred Crosby 1972 den kolumbianischen Austausch bezeichnet hat. Das heißt, die Tatsache, dass zwischen der alten und der neuen Welt Arten hin und her wandern durch diese europäische Expansion. So kommen zum Beispiel die Kartoffeln und der Mais aus der neuen Welt in die alte Welt und umgekehrt Dinge, die wir heute als typisch lateinamerikanisch oder karibisch empfinden, wie das Zuckerrohr oder der Kaffee, die kommen von der alten Welt in die neue Welt. Was noch von der alten in die neue Welt kommt, sind jede Menge Krankheitserreger, die katastrophale Seuchen unter der indigenen Bevölkerung der Amerikas auslösen, was zu massenhaften Todesfällen führt. Also viel mehr Menschen sterben aufgrund dieser Krankheitserreger indirekt sozusagen durch die Europäer als durch die direkten Kämpfe, die da geführt werden. Ja, also die Antwort wäre, Globalisierung gibt es seit ungefähr 1500. Es gibt noch eine zweite Antwort, so eine mittlere Antwort gewissermaßen, dass man sagt, Globalisierung gibt es eigentlich erst so seit 1850, seit dem Zeitpunkt, wo Weltmärkte für Massengüter entstehen. Das setzt nämlich voraus, dass es leistungsfähige Transporttechnologien und Informationstechnologien gibt, die es uns erlauben, solche weltweiten Märkte zu kreieren. Also Stichwort Dampfeisenbahn, Dampfschiff, Telegraph. Diese wunderbare Wirtschaftskarte aus der Zeit um 1900 zeigt, glaube ich, sehr anschaulich, in welchem Maß die Welt vor über 100 Jahren schon vernetzt war. Ja, man sieht hier Eisenbahnlinien, man sieht Schiffsverbindungen, man sieht Telegrafenkabel eingezeichnet. Also die Welt wird zu einem globalen Netzwerk, zu einer globalisierten Welt, obwohl damals von Globalisierung noch nicht die Rede war, sondern von Weltwirtschaft. Ein Begriff, den Bernhard Harms zwar nicht erfunden hat, den er aber 1912 mit Inhalt gefüllt hat. Ja, also die Antwort wäre, Globalisierung gibt es seit 1850. Wenn Sie mich fragen, wäre meine Antwort, das ist die Position, bei der ich mich einordnen würde. Also Globalisierung gibt es eigentlich erst seit dem Zeitpunkt, wo es globale Märkte für Massengüter gibt, seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Alles, was davor ist, sind Vorformen von Globalisierung, die man bis ja, in die jüngsten, also in die ältesten Abschnitte der Menschheitsgeschichte verfolgen kann. Aber von der Globalisierung oder von Globalisierungen würde ich wirklich erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts sprechen. Ja, was die Frage aufwirft, wie können wir uns denn den Lauf der Globalisierung eigentlich vorstellen? Wie geht Globalisierung vonstatten? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Vorstellungen. Ich möchte Ihnen drei davon etwas näher erläutern. Eine Vorstellung ist Globalisierung als Einbahn. Immer vorwärts ist gewissermaßen die Devise. Das heißt, es gibt irgendwo einen Startpunkt, es gibt irgendwo ein Ziel und dazwischen passiert die Globalisierung. Wir sitzen gewissermaßen in einem Schnellzug, dessen Türen verschlossen ist und der immer schneller fährt in eine Richtung, die wir nicht mitbestimmen können. Das ist jetzt überspitzt, Sie merken es, aber von der Tendenz her gibt es durchaus ernstzunehmende Ansätze in der Wissenschaft, die das Bild eigentlich übernehmen. Ein Beispiel ist ein Geograf, David Harvey, der 1989 den Begriff der Zeitraumkompression geprägt hat. Und er rückt in den Mittelpunkt eben das Phänomen,
dass die Geschwindigkeit, mit der wir als Menschen interagieren, sich immer mehr steigert. Also Sie sehen das hier angedeutet, bis Mitte des 19. Jahrhunderts sind wir mit dem Pferdewagen oder dem Segelschiff mit ungefähr 15 km/h unterwegs. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir dann die Dampflokomotive und das Dampfschiff mit 50 bis 100 km/h. Dann kommt Mitte des 20. Jahrhunderts das Propellerflugzeug dazu, da sind wir schon 300, 400, 500 km/h unterwegs und nicht viel später das Düsenflugzeug, das uns mit 1000 km/h durch die Lüfte transportiert. Also wir bewegen uns immer schneller von A nach B und auf diese Weise schrumpft gewissermaßen die Welt immer mehr zusammen. Also die Zeit, die wir brauchen, um von A nach B zu kommen, wird immer kleiner. Metaphorisch gesprochen, die Welt schrumpft. Das bezeichnet David Harvey als Time-Space-Compression. Ja, da ist schon was dran, aber ich finde, das ist ein Bild, das doch auch seine Haken hat. Schauen wir uns ein anderes Bild an, wie man sich den Lauf der Globalisierung vorstellen kann. Nämlich als Pendel. Einmal hin und einmal her. Das heißt, Globalisierung kann sich darin äußern, dass wir eine Phase haben, wo der Liberalismus im Vordergrund steht. Liberalismus heißt freie Bahn für die Marktanbieter, für die großen Unternehmen, die ihre Waren über Märkte zu verkaufen versuchen. Ja, das ist eine Phase, die man in der Geschichte tatsächlich so feststellen kann. Die andere Seite wäre dann eine Phase, wo der Protektionismus vorherrscht, also wo Staaten versuchen, sich voneinander abzugrenzen, um die inländische Wirtschaft zu beschützen vor einer mächtigen Auslandskonkurrenz. Und so geht eben die Globalisierung hin und her, einmal liberal, einmal protektionistisch. Wir können zum Beispiel von Mitte des 19. Jahrhunderts bis vor den Ersten Weltkrieg eine Phase verfolgen, wo tatsächlich der Liberalismus einen großen Stellenwert hatte, also wo sich weltweite Märkte etablieren, wo die Staaten danach trachteten, Hindernisse auf diesen Märkten zu beseitigen und wo sich das etablierte, was wir vorhin auf dieser Landkarte gesehen haben. Eine global vernetzte Welt durch Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen miteinander verbunden. Eine zweite Phase der Globalisierung können wir dann beobachten nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre, bis zum sogenannten Ölschock, wo eine stärker protektionistische Phase stattfindet, also wo wir Staaten haben, die in erster Linie darauf achten, den Wohlstand ihrer eigenen Bevölkerung zu mehren und allzu viel Globalisierung einzudämmen. Globalisierung findet schon statt, aber eben eingehegt gewissermaßen. Und dann haben wir seit den 1980er Jahren in etwa eine Phase, Stichwort Neoliberalismus, wo wiederum dieses liberale Prinzip stärker zum Durchbruch kommt. Wo die Devise ist, weniger Staat, mehr privat, Staaten sollen sich zurückziehen, die Märkte sollen freie Bahn bekommen. Das ist die Phase, in der wir eigentlich bis heute leben und momentan können wir nicht sagen, ob diese Phase schon zu Ende geht oder sich noch einmal weiter fortsetzen wird. Ja, auch das ist ein sehr einfaches Modell, aber immerhin haben wir hier schon verschiedene Phasen von Globalisierung. Nicht nur so einen Einbahnzug, sondern wir haben ein Wechselspiel von Liberalismus und Protektionismus. In der Forschung findet man tatsächlich solche Ansätze. Ich nehme als Beispiel einen Klassiker der Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftssoziologie und Wirtschaftsethnologie, Karl Polanyi, der 1944 ein wichtiges Buch veröffentlicht, in dem er von der Doppelbewegung spricht. Also er deutet hier so eine Pendelbewegung an und er meint damit diese Herausbildung eines freien Marktes im 19. Jahrhundert mit Hilfe von Nationalstaaten. Also der Markt ist sozusagen nicht selbstmächtig sich zu erheben über die Gesellschaft, sondern er braucht den Staat, der ihm dabei hilft. Das ist die These von Polanyi. Und das führt aber zu schlimmen Verwerfungen. Das führt zu sozialen Erschütterungen, das führt zu Proletarisierung, zu Verelendung, zu Zwangsmigration. Und die Gesellschaft versucht sich sozusagen dagegen zu schützen, gegen die katastrophalen Auswirkungen dieses marktliberalen Kapitalismus. Und da unterscheidet er dann verschiedene Möglichkeiten der Gegenbewegung und er rechnet dazu zum Beispiel
den Sozialismus, den Realsozialismus in der Sowjetunion, den New Deal in den USA und auch den Faschismus, zum Beispiel in Deutschland, als verschiedene Gegenbewegungen gegen diesen Marktfundamentalismus des 19. Jahrhunderts. Man könnte dann, also Polanyi stirbt ja in den 60er Jahren, das Buch erscheint 1944, man könnte diese Doppelbewegung dann weiter fortsetzen. Das, was wir dann seit den 70er, 80er Jahren sehen, ist sozusagen wieder ein Pendelausschlag in die andere Richtung, Neoliberalismus. Und es gibt in den letzten Jahren ja durchaus Anzeichen, dass das Pendel wieder in die andere Richtung geht. Stichwort America First. Also ich nenne den Namen jetzt nicht, das weiß eh jeder, von wem ich rede. Sozusagen der Versuch wiederum der Globalisierung Barrieren zu errichten und die eigene Nation als das Um und Auf des Wirtschaftens auf das Podest zu heben. Also diese Pendelvorstellung, die hat durchaus einiges für sich, obwohl ich finde, auch das ist nicht wirklich das, was uns wirklich total glücklich macht. Daher eine dritte Vorstellung von Globalisierung. Eine Vorstellung, die sozusagen die Wahl aus verschiedenen Möglichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Und zwar, wir können uns aus drei Prinzipien immer nur zwei auswählen. Das ist die Idee. Diese drei Prinzipien sind der Markt, der dazu tendiert, sich immer weiter zu integrieren, immer weiter sich auszudehnen. Das zweite Prinzip ist der Nationalstaat, der versucht, seine Souveränität zu behaupten. Und das dritte Prinzip ist die Zivilgesellschaft, also wir, die wir vor allem partizipieren wollen in der Politik oder auch in der Wirtschaft. Und die Idee ist, wir kriegen nicht alle drei Dinge gleichzeitig, sondern wir kriegen immer nur zwei. Ja, wir kriegen zum Beispiel freie Märkte mit starken Staaten, die diesen Märkten zum Durchbruch verhelfen. Das ist die Phase der ersten Globalisierung von etwa 1850 bis 1914. Geht aber auf Kosten der Zivilgesellschaft. Also es gibt soziale Umbrüche und die führen dann zu Gegenbewegungen, die sich dann darin äußern, dass zwei andere Prinzipien miteinander verbunden werden. Starke Nationalstaaten und Zivilgesellschaft. Das ist dann das Modell des New Deal zum Beispiel, das sich zunächst in den USA herausbildet und dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt sich durchsetzt. Also der Wohlfahrtsstaat, der in erster Linie auf das Wohl seiner Bürger achtet und nicht in erster Linie den Märkten zu globaler Expansion verhelfen möchte. Das heißt, hier ist der Markt der, der am kürzeren Ast sitzt und in die Schranken gewiesen wird. Ja, und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, globale Märkte und Zivilgesellschaft. Also die Vorstellung ist, eigentlich braucht man den Staat nicht mehr, der Staat ist passé, wozu braucht man noch Nationalstaaten heutzutage. Wir haben globale Märkte, das ist super, und diese globalen Märkte, die sollten auch global reguliert werden. Das heißt, wir brauchen supranationale Institutionen, die auf einer globalen Ebene regulierend eingreifen. Das ist die Vorstellung. Und die Vorstellung findet man sehr stark im heutigen Globalisierungsdiskurs, der so seit den 70er, 80er Jahren mächtig geworden ist. Ja, auch für diese Idee gibt es in der Forschung ein Beispiel. Ich beziehe mich da auf den Ökonomen Dani Roderick, der vor einigen Jahren von einem politischen Trilemma der Weltwirtschaft gesprochen hat. Und eigentlich genau diese Idee da bemüht. Das heißt, er unterscheidet verschiedene Ausprägungen von Globalisierung im Laufe der Geschichte, wobei die erste Globalisierung das ist, was er als die goldene Zwangsjacke bezeichnet. Das heißt, diese Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, wo Nationalstaaten vor allem danach trachten, dem globalen freien Markt zum Durchbruch zu verhelfen. Sie tun das, indem sie zwei Institutionen schaffen, die Märkte mögen. Das eine ist Währungsstabilität mit Hilfe des Goldstandard. Das heißt, das britische Pfund wird an den Goldpreis gekoppelt und alle Währungen, die sich da beteiligen, müssen sich eins zu eins daran binden. Das heißt, es gibt keine Schwankungen und damit auch kein Risiko, durch solche Schwankungen irgendwie zu verlieren.
Und die zweite Institution ist der Freihandel. Das heißt, es werden zwischen immer mehr Ländern Freihandelsabkommen geschlossen mit der sogenannten meistbegünstigten Klausel. Das heißt, wenn weitere Staaten dazukommen, dann muss allen Staaten immer die günstigste Kondition gewährt werden. Hier auf diesem Bild sehen wir, wie da Politiker, Diplomaten, Bürokraten beraten über den Compton-Chevalier-Vertrag von 1860, der so ein erster Freihandelsvertrag ist zwischen Großbritannien und Frankreich, also zwischen den zwei mächtigsten Wirtschaftsnationen des 19. Jahrhunderts. Und in weiterer Folge bildet sich dann wirklich so ein System von Freihandelsverträgen heraus. Die Nationalstaaten tun, was die Märkte wollen, ist gewissermaßen das Leitprinzip. Eine zweite Globalisierung, die bezeichnet Roderick dann als den Bretton Woods-Kompromiss. Den können wir beobachten von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre. Das Prinzip ist hier, die Nationalstaaten tun das, was die Bürger wollen. Es gibt zwar einen Versuch, die Währungsschwankungen zu stabilisieren, das ist eben dieses Bretton Woods-Abkommen, wo der Dollar nun die Leitwährung wird, und die anderen westlichen Währungen koppeln sich daran. Aber dieses System ist flexibel, es erlaubt Adaptionen. Zum Beispiel wird in den 60er Jahren der französische Franc einmal abgewertet, weil die französische Wirtschaft sozusagen mit diesem starken Franc nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, hier ist Spielraum da für Adaptionen auf nationaler Ebene. Und Freihandel ist schon auch ein Prinzip. Es wird zum Beispiel dann 1947 das GATT beschlossen, also das General Agreement on Tariffs and Trade, ein Freihandelsabkommen unter Führung der USA, das aber auch Ausnahmen ermöglicht. Zum Beispiel die Landwirtschaft wird aus dem Freihandel ausgenommen, aufgrund der Kriegserfahrung, Erster, Zweiter Weltkrieg. Nahrung ist so ein fundamentales menschliches Recht, dass man es sozusagen nicht dem Freihandel unterwerfen sollte, sondern die Staaten haben die Möglichkeit, ihre nationalen Landwirtschaften zu hegen und zu pflegen, zu unterstützen und auf diese Weise ihre Souveränität auf dem Nahrungssektor zu behaupten. Also das leitende Prinzip ist, das Wohl der eigenen Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt zu stellen, und dafür tun die Nationalstaaten alles, was sie können. Daher werden sie auch Wohlfahrtsstaaten genannt. Und dann haben wir eben die dritte Globalisierung, die Roderick als Global Governance oder Weltregierung bezeichnet. Ja, von der Idee her tun die Märkte hier, was die Konsumenten wollen. Das heißt, die Märkte sind die Diener der Konsumenten in der Idee. In der Realität zeigt sich allerdings, dass die Machtverhältnisse hier sehr ungleich verteilt sind und dass eben ja, das Gegengewicht, dass supranationale Organisationen, sei es jetzt WTO, UNO oder auch NGOs verschiedener Art, dass die bei weitem nicht die Macht haben, die multinationale und transnationale Konzerne haben. Das heißt, in der Praxis sieht man dann, dass die Märkte das tun, was sie selbst wollen, oder genauer gesagt, die Vermarkter, also die großen Konzerne, haben hier eindeutig das Sagen. Darum ist Roderick auch gegenüber diesem dritten Ansatz der Globalisierung sehr skeptisch. Er glaubt nicht, dass in absehbarer Zeit es möglich sein wird, dass wir sowas wie Global Governance errichten können auf einer supranationalen Ebene, die wirklich in der Lage ist, die wild gewordenen Märkte zu regulieren. So. Damit komme ich schon zum Schluss. Ich schaue mal kurz auf die Zeit. Ich kriege Daumen hoch von der Moderatorin. Das freut mich sehr. Das heißt, ich habe noch ein paar Minuten, um zum Abschluss zu kommen. Ja, ich habe Ihnen da jetzt drei Bilder vorgestellt, wie man sich Globalisierung vorstellen kann. Das Schnellzugprinzip, Einbahnstraße, die Pendelbewegung oder dieses Wahlmodell 2 aus 3. Die Frage ist, mit welchem Bild der Geschichte sind wir denn für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft am besten gerüstet? Naja, dieses Einbahnstraßenmodell, ich habe es eh schon angedeutet, halte ich nicht für wahnsinnig hilfreich, denn in diesem Modell sind wir eigentlich die Passiven. Die Aktiven, das sind irgendwie andere, die wir gar nicht wirklich fassen können. Die Globalisierung ist schuld, heißt es oft. Wir können nichts dagegen machen. Das ist eigentlich so die Ansicht dieses Einbahnstraßenmodells, das ich für nicht hilfreich halte. Die andere
die nächste Möglichkeit, Globalisierung zu denken, diese Pendelbewegung, naja, die hat schon einmal den Vorteil, dass hier Globalisierung nicht in der Einzahl gedacht wird, sondern dass es hier durchaus unterschiedliche Ausprägungen gibt. Ne? Einmal eher liberalistisch, einmal eher protektionistisch, aber trotzdem ist irgendwie so eine Zwangsvorstellung damit verbunden. Ne? Nach jeder liberalen Phase kommt wieder eine Gegenbewegung und dann wieder eine liberale Bewegung und so geht das hin und her. Das heißt, wir kommen letztlich aus dieser Pendelbewegung auch nicht raus und insofern halte ich das auch nicht wirklich für hilfreich, um gegenwärtige und zukünftige Globalisierungsherausforderungen zu bewältigen. So denke ich, dass uns am ehesten dieses dritte Modell hilft, um Orientierung zu finden in diesem Chaos der Globalisierung. Denn das dritte Modell sagt, wir haben die Wahl. Das darf man natürlich nicht in dem Sinn missverstehen, dass wir ganz frei wählen können, dass alle gleich viel Wahlrecht haben, sondern die Machtverhältnisse sind ja unterschiedlich. Es gibt mächtige Konzerne, es gibt mächtige oder auch weniger mächtige Nationalstaaten, es gibt soziale Bewegungen, die mehr oder weniger mächtig sind. Das heißt, unsere Möglichkeiten sind durch Machtverhältnisse begrenzt, aber trotzdem, innerhalb dieses Raumes haben wir Möglichkeiten verschiedener Art. Wir haben einen Manövrierraum und können zum Beispiel in unserem Bereich zumindest uns überlegen, wollen wir den globalen Märkten in erster Linie zum Durchbruch verhelfen, vielleicht im Bündnis mit Nationalstaaten, die diesen Märkten freie Bahn schaufeln, oder wollen wir diese Globalisierung einbetten in die Gesellschaft, einschränken, einhegen, entweder mit Hilfe des Nationalstaates, wie das in der Bretton Woods-Ära der Fall war, oder auch mit Hilfe von supranationalen Organisationen, formeller oder informeller Art. Das ist die Frage, sozusagen Hyperglobalisierung oder Globalisierung mit Augenmaß. Es liegt nicht nur an uns, diese Optionen zu wählen, aber es liegt auch an uns. Und insofern möchte ich die Predigt zum Tag schließen mit dem Aufruf, Globalisierung ist gestaltbar und tun wir in unserem Bereich das, was wir an Gestaltung dazu beitragen können. Vielen Dank und ich freue mich auf Fragen und Kommentare.